Ach, ist der süß. Seit einem Jahr ist er aus der Familie unseres Reporters nicht mehr wegzudenken. Doch Cocker Spaniel Bobby hat es leider auch faustdick hinter den Schlappohren. Und bleib. Mann, Bobby, ey, machst du nur Mist? Hören gehört nicht zu seinen Stärken. Jetzt ist er weg. So geht's vielen Hundebesitzern in Deutschland. Das macht's für Reporter Tobias aber nicht besser. Da ist der Problembär. Ja? Geht schon los. Gassi-Runden und Ausflüge sollen Spaß machen, nicht Belastung sein. Es muss dringend Hilfe her. Eieieiei. Von ihm, Hundetrainer und Dogwalker Jörg Müller Bobby. Aus Essen. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, der Jörg. Jörg. Hallo, Tobi. Das und ist unser kleiner Patient. Der große Patient. Oder so. Aber man sieht sofort schon, wo eigentlich sein Problem ist. Achtet er mal auch auf dich oder so in irgendeiner Form? Wie man sieht, nicht. Bobby zieht wie eine Dampflok, immer. Glaubst du, wir bekommen die Probleme schon gelöst bzw. eine Lösung erarbeitet, dass es mir und meiner Familie hinterher wirklich entspannter wird? Definitiv, definitiv. Also das ist mein Anspruch wieder, dass wenn Leute zu mir kommen, dass man das so schnell wie möglich wegkriegt. Ich möchte nicht haben, weil man muss sich das immer vorstellen, das ist ein Schalter bei so einem Hund. Und diesen Schalter müssen wir gleich finden. Und dieser Schalter heißt meistens, wer ist hier der Boss? Du musst ja erstmal in so einer Position sein, dem Hund was sagen zu dürfen. Vielleicht bist du aus der Sicht des Hundes gar nicht mehr in der Position. Wie schaffen es Hundebesitzer, die Rangordnung herzustellen, das Ziehen abzugewöhnen? Wenn er zieht zum Beispiel, dann sage ich, das kann ich auch. Da. Und dann lasse ich ihn ziehen. Ich mache das mit einem Finger, damit jeder merkt, ich fange dann jetzt nicht an, mit Gewalt zu arbeiten, weil da ist es wieder. Ich halte die Leine einfach mal gespannt. Und in dem Moment muss er versuchen, diese Druck da aus dieser Leine herauszufinden. Er muss sich verändern. Das heißt, das zum Beispiel, aber da hole ich ihn da schon raus. Heißt, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ich muss die Aufmerksamkeit von da zu mir bringen. Dass er merkt, ich folge ihm und nicht, er führt mich irgendwo hin. Das ist verrückt, ne? Wirklich nach 10 Sekunden oder so merkt man ganz deutlich, dass der Hund bei dem Hundetrainer bleibt und man selber eiert stundenlang rum im Wald und lässt sich ziehen. Das ist unglaublich faszinierend. Und das kann jeder, sagt Jörg. Der Hundetrainer empfiehlt, zieht der Hund, sofort die Richtung wechseln. Krass. 10 Minuten. Verstehst du? Krass. Somit lenkt man die Aufmerksamkeit des Tieres immer wieder auf sich. Gibt es eine Faustformel für alle Menschen da draußen? Wie viele Minuten pro Tag sollte man das denn üben mit dem Korrigieren? Permanent. Wenn ich mit meinem Hund rausgehe, arbeite ich mit meinem Hund, weil ich eine Verantwortung habe. Bislang nutzt unser Reporter wie viele Hundebesitzer im Alltag zum Üben und Belohnen Leckerlis. Unnötig, sagt der Profi. Ich vergleiche das immer. Man sagt zu einem Hund, Sitz, fein, Leckerchen. Dann sage ich mal, wenn du in die Firma läufst, du betrittst den Raum, kommt dann der Chef und sagt, hier haben sie ein Stück Schokolade, weil sie zur Arbeit gekommen sind. Auch ein alltägliches Problem, Begegnungen mit anderen Hunden. Solche Momente machen viele Hunde nervös, teilweise aggressiv. Lass uns aber den Bobby bitte nicht da in die Situation. Merkst du, er ist vorsichtig und sagt, er will eigentlich aus der Situation raus, aber da ist so eine Bobby. Kleine Krakelemaus. Bobby. Darf ich kurz übernehmen? Ja, gerne. Und dann sage ich ihm, stopp. So, und pack den Hund hinter mir. Damit signalisiert man seinem Hund, hier ist keine Gefahr. Der Hund muss sich um nichts kümmern. Unterstützend kann man einen Fuß auf die Leine stellen. Damit kann der Hund, selbst wenn er möchte, gar nicht zum anderen Tier laufen. Und jetzt entspann dich einfach mal. Nur entspann. Bleib einfach nur entspannt. Guck mal, vorhin die Situation war eine ganz andere. Vielen lieben Dank. Merkst du? Da, und guck mal, wie entspannt dein Hund ist. So einfach, so beeindruckend. Und jetzt soll Reporter Tobias seinen Hund in fremder Umgebung von der Leine lassen. Normalerweise passiert dann das. Blitzartig rennt Bobby weg. Ihn beruhigen und einfangen, schwierig. Unser Reporter ist etwas angespannt, als er die Leine löst und dann, baff. Schon das kurze Training heute wirkt Wunder.
Das ist schon eine mittelschwere Sensation, dass er nicht rennt. Normalerweise, ich mache die Leine ab und er flitzt los. Ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt, das ist diese Situation, die wir jetzt verändert haben. Und jetzt zeigst du ihm, in welche Richtung er gehen soll. Und auch ohne Leine heißt es Boss bleiben. Was? Das gibt's doch gar nicht. Die Richtung vorgeben. Weil du eine Ruhephase geschafft hast. Und dann geh wieder zurück, geh wieder mal rückwärts. Durch das Rumlaufen war die Aufmerksamkeit bei mir. Weil du wichtig bist. Dem ungläubigen Blick folgt Erleichterung. Denn ab heute weiß nicht nur unser Reporter, mit konsequentem Training kann jede Gassi-Runde wirklich ein Spaziergang werden. Hast du gut gemacht. Also wir müssen viel, viel üben, viel, viel üben. Ja? Und dann kriegen wir das auch hin. Dann wird das eine entspannte Zeit. Oder? Na klar. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.